Der FC Memmingen klopft nach einem Jahr Abstinenz wieder an die Tür zur Regionalliga Bayern, muss dabei allerdings erstmal am VfB Eichstätt vorbei. Beide kennen sich aus gemeinsamen Regionalliga-Jahren. Die Bilanz spricht dabei mit 5 Siegen aus 8 Partien klar für die Oberbayern in Grün. Aber die Relegation hat ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Eine Top-Kulisse von gut 1500 Zuschauern war mit dabei in der Memminger Arena, darunter auch BFV-Präsident Dr. Christoph Kern. Beide Kontrahenten von Beginn an körperlich präsent, deshalb einige Standards inklusive eines ersten Abschlusses per Kopf durch Daniel Hauptner nach 7 Minuten. 6 Zeigeumdrehungen später der erste ernsthafte Vorstoß des Vizemeisters der Bayernliga Süd. Mehmet Fidan zieht in die Mitte und da fehlt dann gar nicht so viel. Ein guter Versuch. Das blieb aber leider für lange Zeit das einzige Highlight. Beide sehr gut aufeinander eingestellt, beide neutralisierten sich im Mittelfeld. Und wenn überhaupt mal ein Ball in einen der beiden 16er kam, ergab sich nichts daraus. Kurz vor der Pause dann tatsächlich nochmal etwas Schwung nach einem Memminger Ballverlust. Fabian Eberle rüber zu Jonas Fries, der wird allerdings geblockt. Aber zumindest mal der Ansatz einer Chance in einer kurz darauf zu Ende gehenden, highlightarmen ersten Hälfte. Das Motto für Durchgang 2, es konnte eigentlich nur besser werden. Und zumindest der Auftakt etwas lebendiger. Fast wäre da Memmingen Spieler der Saison Pascal Meyer nach einem zu kurzen Rückpass in der 47. Minute zum Zug gekommen. In der Folge aber wieder das alte Lied, keiner wollte hier in Rückstand gehen. Beide Defensivreihen sehr konzentriert und wenn es doch mal die Chance zum Umschalten gab, blieb es am Ende ziemlich harmlos. Der Regionalliga 16. bis hierhin mit mehr Ballbesitz, so um die 60. Minute rum öffneten aber auch die Hausherren das Visier etwas weiter. So richtig zwingend wurden sie jedoch nicht. In der 66. Minute unterläuft dann David Mihalovic dieser haarsträubende Rückpass. Tobias Stoßberger nimmt Fahrt auf, wird auch nicht so wirklich bedrängt, der Abschluss dann allerdings aus der Kategorie Rückgabe. 5 Minuten später segelt ein weiter Einwurf in den Hausherrn Strafraum. Die bekommen dann einfach die Kugel nicht weg bzw. verteidigt. Der gerade frisch eingewechselte Timo Meixner zieht ab und das Ding wird noch unhaltbar abgefälscht zum 0:1. Da war er der vorerst entscheidende Fehler in Form einer Memminger Fehlerkette. Eichstätt nun natürlich mit Oberwasser und fast dem Doppelschlag. Der Kopfball von Julian Kügel jedoch zu unplatziert. Auf der anderen Seite kommt Meyer nicht an den Steckpass von Fabian Lutz, die Klärung von Emanuel Gstettner aber auch nicht so ganz ohne. Die Zeit wurde nun immer mehr zum Faktor für die Allgäuer, sie bliesen auch zur Schlussoffensive, aber es gab einfach kein Durchkommen gegen das Eichstätter Bollwerk. Stattdessen ließ sich dann Meyer noch zu dieser Frustaktion in der Nachspielzeit hinreißen, die mit glatt rot bestraft wurde und erweist seiner Mannschaft damit einen Bärendienst für das ohnehin nicht einfache Rückspiel. Im Endeffekt war es eigentlich ein typisches Unentschieden-Spiel, muss man sagen. Dann kam natürlich dieser abgefälschte Ball, dieser eine glückliche Moment für Eichstätt, den wir nicht hatten. Nichtsdestotrotz, ich habe es gerade meinen Jungs gesagt, wir haben jetzt Halbzeit, wir haben jetzt nochmal 90 Minuten zu gehen. Und ich traue uns auch zu, dass wir durchaus auch in Eichstätt gewinnen können. Ja, also wir haben gewusst, dass das natürlich ein schwieriges Spiel ist für uns, weil die sind ja schwer zu bespielen. Also das sieht man ja, wie es fußballerisch auftreten können, wenn man ihnen ein wenig Platz gibt und Raum gibt, dann sind das super Kicker drin. Und wir haben halt versucht, mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, mit dem kämpferischen Einsatz und ein Stück weit auch mit einer Spielkultur, wo wir denen ihre Stärken versuchen, aus dem Spiel zu nehmen, dass wir zu Torschossen kommen. Gute Ausgangsposition also für den VfB Eichstätt für das Rückspiel am Freitag im heimischen Stadion. Durch ist das Ding allerdings noch nicht. Memmingen holte in dieser Bayernliga-Saison nämlich mehr Punkte in der Fremde als zu Hause.